Hallo Leute, hier sind wir wieder in Harran. Das Zombie-Chaos, das ist immer noch das gleiche geblieben. Aber es gab ein kleines Weihnachtswunder. Denn wenn ich mich hier umdrehe, steht da einer, der um mich herumtänzelt. Sag mal hallo. Servus, ich bin wieder dabei. Ja, und das ist schön, jetzt können wir endlich zu zweit weitermachen. Jetzt muss ich nur kurz zusammenfassen, was das letzte Mal passiert ist. Also, wie ihr da drüben so unschwer erkennen könnt, wurde Dr. Sarahs Sicherheitszone angegriffen. Und er wurde von Rais Leuten entführt. Wir haben dann noch so ein paar kleine Mini-Quests gemacht. So ein paar Herausforderungen. Ich glaube, da müssten wir jetzt auch hier so ziemlich alles erledigt haben. Ja, sieht so aus. Da müssen wir also eigentlich nur noch den Dr. Sarah holen. Dazu müssen wir halt in Rais Wolkenkratzer eindringen. Bist du bereit, Freund Smu? Sowieso. Sowieso. Okay, dann ziehen wir mal los in die Richtung. Weil wir sind ja jetzt nah dran, das Heilmittel irgendwie da auszugraben. Und naja, dann kommt halt Mr. Terrorist dazwischen. Ach, ich fange schon wieder an zu looten. Ich wollte doch extra das Tempo ein bisschen anziehen lassen. Weil wir doch so viel gelootet haben schon immer. Beziehungsweise ich. Muss mich erstmal wieder an die Störung gewöhnen hier. Ja, ich habe irgendwie vergessen, wie der Dropkick ging. Aber es wird mir irgendwann wieder einfallen. Ich laufe vor allem gerade in die falsche Richtung. Okay, ja, geht. Sprinten. E, ah ja, genau das war's. Ich hab mit X probiert und mit Q probiert, aber E war's dann. Dann kann das Gammelgelumpe ja kommen! Tja, hättest du gedacht, dass wir uns dieses Jahr noch mal treffen können zum Dying Light spielen? Nö. Das war das Weihnachtswunder, ne? Wie immer, euch in der Nähe ein Versteck und bleibt dort bis zum Morgen. Ach komm, bis dunkel ist, sind wir schon lang da hinten. Jetzt kriegt die ganze Stadt mal wieder kollektiven Anfall. Ich habe eine Schnur gefunden, juhu, wer bist du denn? Nein, 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 nein. Ich bin unvorsichtig wie immer. So, zum Glück, Medikit weiß ich noch, geht auf H. Ah, da hinten braucht jemand Hilfe. Okay, dann holen wir uns mal die Punkte ab, würde ich sagen. Juhu! Du bist doch der Gerd, ohne Kopf! Superman! Genau, überlasst ihn mir, ihr Mordenfressen! Also, Herr Dr. Smu, ich glaube, diesem jungen Mann fehlt irgendwas. Und nicht nur die Birne, meine ich jetzt mal so. Was tun wir denn da? Ich würde sagen, die brauchen alle mal eine Fäustel-Entspannungstherapie. Oder eine 15-Zentimeter-Schraube mitten durch die Birne oder sowas. Ja, das macht uns... Fische aufspießen. Amputation aller Gliedmaßen und Kopfteile. Sollte uns da jetzt nicht einer irgendwie eine Belohnung geben oder so? Backt das Spiel mal wieder rum? Tja, wenn der uns halt nichts gibt. Ach, da vorne ist noch einer. Oder? Nein, die haben sich gerade welche irgendwie zu Tode gestürzt. Ich muss es nicht verstehen. Was war denn das jetzt? Geht's dem noch gut oder kann das weg? What the fuck? Okay, jetzt hat's aber scheinbar doch geklappt. Gut, 350 Meter bis zum Ziel. Mir fällt gerade wieder auf, dass das Spiel grafisch doch ziemlich schön ist. Zumindest, wenn man es auf den eher höchsten Einstellungen laufen lassen kann, weil es frisst ja doch ziemlich viel Ressourcen. Ja, erst gab's die Dorkickers, jetzt sind wir die Fenshoppers. Hoppala! Ich habe ja auch die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich nehme jetzt mal wieder mit einem anderen Codec auf, in der Hoffnung, dass ich vielleicht doch auf YouTube noch ein bisschen mehr Quali rausquetschen kann. Allerdings, Träume sind ja allzu oft Schäume. Schauen wir mal, wie es wird. Sie stinkt, sie kratzt, sie beißt. Perfekte Freundin, oder? Sie hat ihre Familie mitgebracht. Ich muss die Waffe reparieren. Zum Glück gibt's Tape. Ah, ich habe ja auch noch den Wurfhaken, aber aus irgendeinem Grund waren die Molotows angewählt. Wurfhaken hast du ja auch, ne? Sehr gut. Weil ohne ist der ziemlich schlecht, hier rumzulaufen in Harran. Ach, war. Warum reißt ein Wohnblock so weit hinten? Ich kenne mich hier nicht mehr aus. Kinder, verstanden. Mal kurz ein paar Kampfpunkte einsäckeln. See you at the Harran Barbecue! Jeder kann mitmachen. Wir dürfen alle mitmachen. Aber die knabbern ja nicht an sich gegenseitig rum, sondern nur an Menschen. Diese Schweinehunde. Oh,
weiter, oder? Ja, sorry, ich gerate halt schon wieder ins Metzeln. Uiuiui. Ach, guck mal da, da ist schon so ein Nachtfuzzi. Hat er eine Pogo-Pille gefressen oder warum hüpft er so da rum? Nachtfuzzi tot. Gibt's ja schön viele Erfahrungspunkte. Bracken, der Stützpunkt ist abgeriegelt. Die Zugänge dicht. Glaube nicht, dass ich da reinkomme. Finde einen Weg. Kommst du? Auf der Rückseite vielleicht. Ich bin da. Kein Risiko ein. Diese Viecher reißen dich sonst in Stücke. Das heißt bestimmt okay. Am besten übers Dach, ne? Ich habe einen Eingang gefunden. Jo. Keine leichte Übung. Geh jetzt rein. Da sind Gauner. Da drin. Viel Glück. Hallo, rat mal, wer zum Essen kommt. Runterkicken, das ist natürlich auch schön. Wir sind die Runterkickers, nicht die Doorkickers. Jetzt haben wir es schon wieder davon. Okay, den hast du aber irgendwie auseinandergekickt. Und nicht runtergekickt. Ach, ich will schon wieder so bescheuerte Kisten öffnen. Das macht doch keinen Sinn mehr. So. So? Naja, weil ich von allem ziemlich viel gesammelt habe. Ich weiß nicht. Und wie gesagt, ich wollte ja auch das Tempo mal ein bisschen anziehen, weil jetzt sind es ja schon über 60, 70 Folgen, was? Ach nee, das ist da liegt er. Ich habe das Chicken runtergekippt. Bevor er stirbt, sollte er fliegen können. Aber hier sind schon noch ein, zwei Signale, aber das können auch diese Nachtviecher sein. Was? Da unten labert einer, aber komm, kletter mal einfach durchs Dach rein, ne? Mit den Rumquetzen können wir uns ja später immer noch. So sieht's aus. Die Schläger haben Sarah entführt. Multiplayer Skips, Sprechsample. Und drin sind wir, jetzt wird's lustig, wetten? Crane hier. Ich könnte gerade wirklich Hilfe vom GRE gebrauchen. Ach, die kommt so nicht. So schade, Crane. Hier spricht das Verteidigungsministerium. Ach nee, die von der Leyen. Wie? Was geht da vor? Was ist mit dem GRE? Die Einflussnahme durch den GRE wurde reduziert. Wir haben die Führung übernommen und Haran zur Zielzone der Stufe 1 erklärt. Warten Sie, warten Sie! Sie können nicht einfach ein Flächenbombardement durchführen. Es gibt hier noch hunderte unschuldiger Zivilisten. Vielleicht tausende. Irrelevant. Es geht ja um die Sicherheit von Milliarden. Das verstehen Sie doch sicherlich. Okay, okay, hören Sie zu. Ein Wissenschaftler namens Sarah arbeitet hier in Haran an einem Heilmittel. Er steht kurz vor einem Durchbruch. Wenn Sie die Stadt bombardieren... Verstanden. Unwahrscheinlich, dass dieser Wissenschaftler wirklich nützliche Erkenntnisse vorzuweisen hat, aber... Sie haben 48 Stunden. Tja, wenn man die Militärs was machen lässt, geht's eh meistens schief. Was will man tun? Ja. Wir wuseln jetzt hier mal durch die Räume. Es wundert mich, dass wir noch keinen getroffen haben. Wir werden doch nicht alle ausgeflogen sein und uns hier allein lassen. Das wären ja voll die Spielverderber. Glaubst du das wirklich? Nö. Die hocken bestimmt alle im Keller und schrubbeln sich ein. 5 gegen Willi und so. Auch da müssen sie natürlich wieder in der Überzahl sein. Vielleicht auch beidhändig. Hast du die Automatikpistole oder ist das eine normale? Das ist eine ganz tolle. Eine ganz tolle. Woher hast du die? Ja, verrate ich dir nicht. Och, Menno. ich glaube fast, wir müssen da durch den Fahrstuhl, hä? Jo. Mist, kaputt. Vielleicht kaputt! Kann ich ihn aufstemmen? Ja, ja, stemm ihn auf. Oh. Hey, 122 FPS während dem Aufnehmen. Klar, wir sind Indoor, aber... 131. Ja, du hast halt nicht noch ein extra Aufnahmeprogramm beziehungsweise zwei mitlaufen. Aber das klingt gut. So. Dann hast du ja jetzt wieder richtig Power im Rechner, ey. Nur zum Stream klappt's nicht ganz. Ja, mit dem nächsten CPU-Upgrade, ne? Oh, da ist ja einer. Oh, da kommt was um die Ecke. Es hat irgendwie einen Scheißewickel auf dem Kopf. Damit die ganze Scheiße nicht rausfällt, hä? Irgendwas sagt mir, wir hätten schleichen können, aber scheiß drauf, ne? Die paar Ratten, die kriegen wir doch auch so fertig. Ihr seid nur die Hundekacke, in die ich vorhin reingetreten bin! Hast du gesehen, wie meine feuert? Peng, 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 peng. Nee, Dreifachstoß. Hat die da nicht einen extremen Rückstoß? Wurfgeld.
Dafür, dass die ja eigentlich in Saus und Braus leben müssten, steht hier aber gar nicht mal so viel rum, weil die haben sich ja eigentlich alles in der Zone so ein bisschen unter den Nagel gerissen. Ah, das ist jetzt alles bei uns. Wir haben ihnen alles weggeschnappt in der letzten Zeit. Das wird's sein. Ausnehmen. Wer hat den Nintendo DS? Nicht Rais. Okay, Is that not big surprise? Ich hoffe, die Leute gewöhnen sich nicht hier mein schlechtes, also mit Absicht schlechtes Englisch an. Oh. Dein Denglisch. Noch nicht mal, das ist ja eine linguistische Straftat. Alter Freund, wo steckst du denn? Alter Freund? Oh, hier hat sich jemand sein Blut abgewaschen mit der Stahl- oder Drahtbürste. Ach, und hier mal wieder die Pornos offen gelassen, ne? Guck mal, wie heißen die denn? Performance, Perforce? What? Das sind aber komische Pornos. Oh, Medikit-Pakete. Sowas ist natürlich ganz praktisch. Würde ich sagen, lass mal einfach alles mitgehen. Zigarette. Nothing more. Da ist noch ein Signal, aber das ist ein Stockwerk unter uns. Hey, Washing Wonder. Heißt so das Waschmittel oder die Handseife? Nee, Washing Powder. Ah, Waschpulver. Sowas kenne ich vom Bau. Damit kriegst du fast alles ab. Also vom Bau, ja, ich habe noch nie auf dem Bau geschafft, aber ich hatte so Zeug mal privat verwendet, als wir irgendwie was geleimt haben. Gekittet. Alkohol. Ja, nach oben ist irgendwie versperrt. Dann gehen wir halt runter. Hallo, hol mal, Benno, hol mehr Platz. Hallo. Und demnach hat Rais wahrscheinlich viel Platz dafür. Guck mal, da steht einer. Headshot. Man muss sich manchmal auch nur die Zeit nehmen. Ich wollte eigentlich mal die Wurfmesser testen. Ja. Ach so, ja. Darfst du ruhig. Gibt auch ein Achievement, falls du es noch nicht hast. Ich brauche auch noch dieses Achievement, wo man von oben runterhüpft und ins Messer dann so ein bisschen durch die Eingeweide steckt. Also, natürlich tut er das nicht wirklich, weil dieses Spiel, das ist absolut familienfreundlich. Das ist ein Hollywood-Messer, das fährt sich ein, wenn es auf Haut trifft. Da sind noch mehr Wurfmesser. Bracken, keine Spur von Sarah. Das Gebäude scheint verlassen zu sein. Es gibt eine unterirdische Ebene. Vielleicht ist er dort. Pistolenmuni. Keine Gewehrmuni. Die hatten sie doch sonst immer im Überfluss. Ich meine, ich hab. Ach so, ich hab voll. Okay, ja, dann ist ja eh egal. Die haben wohl was mit sich rumgeschleppt. Was zum Knacken? Moment, ich mach mal kurz einen Cut. Okay, läuft weiter. Nur zur Sicherheit. Ah, hier sind Waffen. Und hier wäre auch noch Gewehrmunition und so, aber. Ach, brauchen wir wohl wahrscheinlich alles nicht. Hier ein Katana. Ein Katana? Moment, wo war das? Wo hattest du das? Hier hinten. Ah. Ach, für mich ist da ein 376er Messer. Moment, muss ich mal gucken. Ja, ist besser als der mächtige Dolch. Dankeschön. Ich muss mal. Du weißt ja, nicht wegschmeißen, auseinanderbauen. Sowieso. Hey, ich höre wieder den Fernseher. Ah, toll. Die haben hier wirklich unter einem Rohr, wo ein bisschen Wasser runterläuft, haben sie einen Eimer hingestellt. Ich höre Stimmen im Keller. Ich sehe Assis im Stimme. Keller. Zwei Headshots. Boah, wie geil. Naja, ich meine, die haben sich auch nicht groß bewegt, die Idioten. Ich gehe mal auf den Behindertenparkplatz. Da geht doch bestimmt gleich was ab. Ich werde dir in den Arsch treten. Ja, versuch mal. Oh, hat dich das getroffen? Du solltest jetzt gleich wieder stehen können. Ich sehe den Schatten. Selber Bastard, du Arsch-Oma-Kratzer! Ach, mir ist gerade keine bessere Beleidigung eingefallen. Hey, ich bin gerade mit Wurfmesseln beworfen. Huiuiui! Ich glaube, ich nehme mal ein Medikit. So. Jetzt ist wieder gut. Ja, ich habe gesehen, du bist da in Deckung gerannt. Zeig dich. Come out, wherever you are!
Da hat sich schön sterbig angehört. Gibt's das Wort schön sterbig? Also, kann man das so sagen als Redewendung? Ach komm, das war ein Headshot. Aber das Spiel sagt nein. Uiuiui. Das war ein Headshot. Idiot. Wenn man auch so laut die Tür aufmacht, der hätte sich jetzt vielleicht reinschleichen können, aber no chance. 10-mal Gewehrmunition. Hallo? Jemand da? Hoppala! Wer ist da? Deine Oma! Wer sind Sie? Ruhig, Doktor, ich bin's. Crane. Gott sei Dank. Hören Sie, es ist wichtig. Auch wenn ich nun offensichtlich selber in Gefahr bin, darf meine Forschung nicht mit mir sterben. Ihnen passiert nichts, Doktor, aber zuerst müssen wir von hier weg und sprechen Sie leiser. Oh, ja, natürlich. Aber verstehen Sie, meine Daten. Dr. Camden braucht sie. Darum habe ich Jade die Pakete gegeben. Ich weiß, Sie wollten das übernehmen, aber sie war gerade zur Stelle und da es eilte... Doktor? Oh nein, wie bei Half-Life Opposing Force. Jetzt kommt gleich der Allerbeste. Eine Prise falsche Hoffnung und schon gibt der Herr Doktor seine Geheimnisse preis. Spürt den Skorpion auf, mit allen Mitteln. Mit Vergnügen. Und die beiden hier? Aufessen! Was soll mit denen geschehen? Sie werden sie niemals finden. Niemals. Und ich sage ihnen nichts. Von mir erfahren sie gar nichts. Es geht mir nicht darum, sie zum Reden zu bringen, sondern darum, sie von der Flucht abzuhalten. Du sadistisches Arschloch, er ist ein alter Mann! Gemein! Kümmert euch um sein Knie. Und bringt Crane zur Grube. Zur Grube werden wir jetzt den Zombies zum Fraß vorgeworfen. Toll! Ich konnte es nicht ausfindig machen. Aber als wir uns. Dann sind wir bestimmt gleich unsere ganze Ausrüstung los. Was sonst? Ich hätte ein Duell bevorzugt. Richtet ihn auf! Das kann ich noch selber, ich bin jung genug! Oh Mist. Doktor. Du schleichst dich ein. Wie eine Schlange im Gras. Crane. In einer Stadt der Lügen. Bist du der größte Lügner von allen? Wovon redest du? Sag's schon, du Hund! Ja, Kontrollverlust. Eine typisch amerikanische Eigenschaft. Falls ich... Haha! In your face, Bitch! Nicht übel. Oh, er spart uns Arbeit. Schaff die Leichen weg. Crane bleibt. Ja, Sir. Aber die waren sofort tot. Man muss ja ziemlich genau ins Herz getroffen haben. Jo. Die haben Lust auf Chili con Carne mit Reis, hä? Der war schlecht. Okay. Ja, toll. Warte auf andere Spieler. So. Oh! Wettkampf, überleben Sie den Kampf in der Arena? Okay, erstmal, hier liegt Scheiße auf dem Boden. Die können wir wohl zum Kämpfen verwenden. Einfacher Hammer! Juhu! Böller, immerhin. Komm, die packen wir doch, dafür haben wir unser ganzes Leben lang trainiert! Ja, mit dem Durchrennen und dem Todesstoß, da läuft da schon einiges. Und dann noch ein paar Kopftreffer und gut ist. Ich mach aus euch Fleischbällchen! Und sie verlieren immerhin ein bisschen Zeug, mit dem wir aber, glaube ich, im Moment nichts anfangen können. Alles mitnehmen. Gasrohr. Nagelbrett. Ach, guck mal, hier sind noch welche. Hey, sie haben uns die Taschenlampe gelassen. Sind die nicht freundlich? Sorry. Ich habe zu viel Luft geschluckt. Vom vielen Lachen über Rais. Und meine Gesundheit ist im Moment noch fast voll. Schuh trifft Kopf, wer ist stärker? Ja, das sieht doch mal gut aus im Moment, würde ich sagen. Also wenn da nicht noch viel mehr kommt. Aber natürlich wird viel mehr kommen, das ist ja normal. Noch ein Gasrohr. In dem Container. Oh, da ist noch einer.
Die Mongot ein bisschen ab und währenddessen schnapp ich sie von hinten. Aufhören! Aufhören! Ach, aber ich habe keine Metallteile, um die Waffe zu reparieren. Oder haben sie die uns gelassen? Nein, aber du kannst nicht zum Scheiß kriegen. Ja, stimmt, die verlieren ja Zeug, ne? Gut beobachtet, gute Idee. Deswegen habe ich dich gern dabei. Der Hammer findet sein Ziel! Ein dämlicher Schädel! Die Leute werden von deinen Taten hören. Nur schade, dass du dann schon tot sein wirst. Ja, ja. Ein erster erbärmlicher Versuch, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, Crane. Zu wenig und zu spät. Eindrucksvoll für eine lebende Leiche. Halt die Schnauze da oben und... Ach, hier, das ganze Gesochse, da stehen sie oben auf dem Balkon. Jetzt hätte ich gern irgendwie Wasserbomben mit Säure gefüllt oder so. Ich glaube, das geht nicht. Egal. Guck auch mal auf die Container. Mhm. Ah ja, noch mehr Böller. Sehr schön. Noch ein Gasrohr. Oh, Wurfmesser. Das ist natürlich sehr praktisch. Die nehme ich mal mit. So. Noch mehr Böller. Noch ein Gasrohr. Kurzes Messer einfach und wir sollen eine Machete aufheben, steht hier. Ja, die hat er in die Arena geschmissen. Soll ich mal machen? Hast du genug? Man hat ihnen die Sachen abgenommen, sie sind im Versteck. Ja, wenigstens kriegen wir sie wieder, ne? Ich meine, es hätte nicht so lange gedauert, jetzt wieder eine neue Pistole und ein neues Gewehr zu kriegen, aber naja. Muss ja nicht sein. Ich bin bereit zu hämmern. Und zu schnetzeln, ja. Ach, guck mal, mit dem Geschenkband drauf. Ihr Idioten, die sind doch zu dumm, um aus dem Bus zu winken. Huppala, was bist du denn? Bist du Sigma? Die haben Sigma Gabriel mit dem Virus infiziert, diese Schweine! Oh, der will mit Scheiße werfen, also mit Felsen. Ja, Meister, aber dich kriegen wir doch bestimmt... Haha, ich habe ihn am Werfen gehindert. Nohohoho! In deinen dummen Rücken, der ist gepanzert, dieser auch. Ach, aber er reagiert sehr allergisch auf die Wurfmesser. Er nennt sich Rammer, also das heißt, wenn er rammt, dann ist er vielleicht kurze Zeit wehrlos. Oh, ist die Machete scheiße gewesen. Den haben wir doch schon gleich. Oh oh. Nein, 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 nein. Was? Dreht er einfach an der Wand nochmal ab? Alles Drecksäcke. Cheater. Wallhacker. Neue Kraftstufe, juhu. Hochwertiger, schwerer Abriss Dingsbumshammer. Wie viel von euch kommen denn jetzt noch? Aber den dicken Hammer. Nein, nicht jetzt. Oh nein. Oh nein, Anfälle. Das ist nicht gut. Wir brauchen Antizin. Schade, dass es bei diesem einen Auftritt bleiben wird. Damit zögerst du das Unausweichliche nur hinaus. Komm runter, du Zipfelklatscher. Was heißt das? Es soll nicht heißen, ich würde mich nicht um dich sorgen, Crane. Na, dankeschön, du Arschlochzipfel. Wo ist das jetzt hingefallen? Da ist das hingefallen. Naja. Wir kennen deine Fähigkeiten mittlerweile, Crane. Der DRI sucht seine Agenten gut aus. Oh, scheiße. Sind die Plattform. Traut er sich etwa zu kämpfen? Nee, glaube ich nicht. Weg mit der Waffe. Och, ne. Chaos, Crane. Die einzig wahre Ordnung der Dinge. Etwas anderes zu behaupten ist pure Torheit. Darf ich das demonstrieren? Na Sam, hörst du mich?
laut und deutlich. Veröffentliche die Datei. Sofort, Boss. Und fertig. Du bist doch irre. Du hast gerade tausende Unschuldige zum Tode verurteilt. Das kommt von deinem bescheuerten Chaos. Du weißt gar nicht, was die Datei enthält, oder? Genau das dachte ich mir. Der GRI will den Virus waffenfähig machen. Nicht ausmerzen. Menschenleben interessieren sie nicht. Nur der Profit. Du hast ihre Regeln und Gesetze befolgt. Und dich zur Marionette machen lassen. Armselig. Das wär's. Erledigt ihn. Ja, da flog ein rein. Yeah! Das geschieht dir recht. Ein Gewehr. Doktor, och. Auf geht's. Ich bring sie hier raus. Crane, retten Sie die Leute. Sie haben das alles nicht verdient. Her mit der Fackel. Arnold! Get to the chopper! Oder wartet ihr Schweine noch? Erschießt ihn! Auf Wiedersehen, Doktor. Aber zum Glück hat Shade ja das Gegenmittel. Also die Daten, die zu Dr. Kempten müssen. Oh, du hast einen tollen Hammer. Lauf. Wettkampf, Lauf, sagt er. Lauf. Dann lauf ich mal. Ich laufe am besten auch in Deckung. Ich mach mal die Taschenlampe aus. Ja, hier brennt's. Ist das gut? Oh, rotes Fass, immer schlecht. hier hoch. Okay. Okay. Er ist hier oben. Der, da! Scheiße, das war knapp. Hier müsste ich doch in Deckung sein, oder? Ich laufe immer noch langsamer wie du. Mist. Schon runtergefallen. Und ich weiß gerade nicht, ob ich richtig laufe. Ich laufe einfach mal. Hilfe! Ich hab's kurz zerlegt. Aber ich brauch doch mal einen Smooth, wenn ich hier raus will. fuck! Scheiße! Scheiß die Wand an! Hier geht's nach unten, scheiße! Ich glaube aber fast, das war richtig. Ich werde scheinbar nicht verfolgt. Außer von Grapplern, die hier auf dem Boden rumklutschen. Mal schnell hier raus, bitteschön, dankeschön. Zum Ausgang laufen. Da. Hihihihihi. Ich glaube, ich hab's gleich. Juhu! Ah, da hinten kommt er. Ich weiß nicht, ich hab 51 FPS, aber bei mir ist der Lärm arschig. Sowas passiert ab und zu. Also, ich hab hier auch manchmal kleine Lags oder sowas drin. Kann nix hier raus hier. Müssen wir einen anderen Ausgang nehmen? Ja. Okay. Alles klar. Tap. Halt nicht so weit raus. Okay. Du trittst die Tür, aber sie gibt nicht nach. Ich konnte aus der ein bisschen widerstrebend auf dem schnellsten Weg zurück. Krieg ich aber alles hin. Doch, Sarah. Wow, also das war doch jetzt mal scheiße spannend. Ein richtig schöner Kampf. Ich hätte natürlich trotzdem ein Duell mit Rais auch nicht schlecht gefunden. Aber dann wäre er ja vielleicht schon tot. Vielleicht wäre ja die Story dann schon vorbei. Und das kann ja nicht sein, wir haben ja noch kein Heilmittel. Wir müssen jetzt unbedingt irgendwie Jade finden, die ja das Heilmittel dabei hat und es scheinbar, genauso wie wir es eigentlich vorhatten, zu Dr. Kempten bringen will. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wo kommen wir das nächste Mal raus? Also wir müssten ja dann eigentlich wieder vor dem Wohnblock stehen, den Rais eingenommen hat. Ja, nur was machen wir dann? Gehen wir zu Brecken zurück? Hat der vielleicht eine schlaue Idee? Das werden wir sehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, weil ich habe jetzt so gar keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Also, macht's gut, bis bald.